Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie gut ist das Handyspiel? Diesmal mit dem Handygame Slap Kings. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal direkt rein. So, wir haben hier auf jeden Fall eine Anzeige und... Oh, da haben wir aber gut reingehauen gerade. So, sollen wir eigentlich jetzt im grünen Bereich bleiben oder in den roten Bereich reingehen? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ich glaube, je besser... Ja, ich glaube, wir müssen im grünen Bereich sein. Dann gucken wir mal nach, wie das allgemein nicht spiel wird. Also wir dürfen uns auf jeden Fall schon mal gegenseitig slappen. Das ist ja... Ich weiß, in Russland ist es auch eine Competition. Also sowas gibt es dann... Ohohoho. Also sowas gibt es wirklich in Russland. Da, wo sich die Männer treffen und sie einfach gegenseitig in die Fresse slappen. Oh, fail. Da ging es einfach mal direkt los. Scheiße. Na, ist aber, ist glaube ich nicht so eine Herausforderung. So, dann müssen wir wieder aber richtig abwarten und, ah. Okay, jetzt sind wir schon mal gleich stand. Sagen wir mal, der hat angefangen. Ne? 32, oh, oh, oh. Okay, je weiter, wenn wir in der grünen Fläche sind, dann ist es gut, ne? Je weiter wir ins rote Coin kommen, desto negativer ist es im Endeffekt. Ja, ist halt nicht der Gewinn. Alter Schwede. Guck mal, wie rot der ist, ja gut, aber ich bin genauso fertig. Ja, ich glaube, der hat gewonnen, ne? Ja. Mist. Nur weil wir den ersten Schlag verfehlt haben. So, man kann sich jetzt also für ein Video ein Slap extra holen. Machen wir mal nicht, no thanks. Und jetzt kommt direkt Werbung hinterher, ne? Was ein Wunder, kennt man ja gefühlt nicht anders, aber... Gut, dann würde ich mal sagen, bis zu der, nach der Werbung. Direkt nach der Werbung schalten wir hier wieder ein. Okay, also wir haben wieder einen neuen Versuch gegen den gleichen. Sieht doch schon mal besser aus so, ne? Ich bin auch gespannt, wie viel Werbung jetzt im Endeffekt kommt. Allgemein so, ne? Also, mal schauen. Chaka. 57, müssen wir noch zweimal verprügeln. Oh, jetzt hat uns aber auch eine reingegeben, ne? 24, ja gut. Ein Schlag ins Grüne und dann ist alles in Ordnung. Dann haben wir den auf jeden Fall. Also wie fertig wir genauso aussehen, meine Güte. So, jetzt wird er rausgehauen, ne? Chaka. Also diese Animation, die ist aber nicht so beeindruckend. Perfekt, wir haben 200 Gold bekommen. Ich weiß nicht warum, aber es kommt immer viel zu viel Werbung in solchen Spielen vor, ne? Das ist immer eine schreckliche Idee. So, also wir können uns, wir haben 400 Gold, wir können uns also nochmal Heal von einem kaufen oder Power. Das heißt, wir upgraden mal beides hoch. Ah, okay. So, machen wir das mal ganz mal so und dann können wir jetzt sie per, also per Werbung hoch uppen. Okay, 53 können wir, so. Und Chaka, da können wir den rein slappen. So, dass er sogar auf die Fresse fliegt. Läuft. Wie uns geht's also noch ganz gut. Ah, das war doch gar nichts. Meine Güte, das war doch wirklich nichts hier. Und Chaka 51. Noch einmal, der fliegt raus. Also ist auf jeden Fall schon ganz wichtig, die Sachen zu verbessern. So, 53 oder... Jawohl. Jetzt fliegt er raus hier. Chaka. Und sogar noch einen Zuschauer mitgenommen. No thanks, wir wollen hier nichts machen. No thanks, ich will auch nicht fünffach bekommen. Okay, wir können jetzt hier gegen eine Pinata spielen. Aber slappt ihr mich auch? Oh ne, wir haben... drei Versuche. Oh, schaffen wir nicht. Ne. Schade, wir haben die leider nicht aufgeschafft. Aber... okay. So, was ich sagen wollte, aber es kommt wieder Werbung. Okay, wir haben jetzt hier... entweder wir gehen jetzt mal ein bisschen höher... Machen wir mal so. Und neuer Versuch. So. Ah, 68 nur. Chuck gegen den komischen Schweinchen hier. Ja gut, solche Leute haben natürlich voll einen Vorteil bei solchen Wettbewerben, ne? Durch die Masse, die sie haben. Die können sehr viel Schwung holen und dadurch halt richtig reinhauen. Und halten mehr oder weniger auch sehr viel aus, ne? Also die haben wirklich einen sehr, sehr guten Vorteil. Ich kann ja mal schauen, ob ich das vielleicht noch mal finde. Und dann blende ich das direkt am Anfang an. Ach Mist. Ich glaube, jetzt fliegen wir raus. Ach Mist, Mist, Mist. Außerdem macht er uns nicht 43 Damage, sondern weniger. Ach, schade. Würde ich mal sagen, machen wir nochmal eine Runde, ne? Gegen den.
Ja, machen wir nochmal eine Runde. Komm, wir können uns Leben dazu holen. Perfekt. Chaka. Ich glaube, das blenden die auch irgendwann. Ich glaube, ja doch, da blende ich, glaube ich, am Anfang auch ein. So, 79 Leben hat der. Jetzt hat er uns 79. Wir können 75 Damage machen maximal. Hauen hier nur 73 raus. Ich hoffe, der macht jetzt nicht 83. Weil das wäre jetzt natürlich sehr, sehr doof für uns, aber... Ah, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Dann hauen wir ihn jetzt eben raus. Jo. So, und ich würde mal sagen, dann kommen wir direkt zum Fazit. Außer, nee, wir lassen das so. Jetzt kriegen wir sogar, also wir kriegen auch immer mehr Gold. Dadurch, dass das alles teurer wird und wir hochstacken müssen. Gut zu wissen. Ja, dann würde man sagen, kommen wir zu meinem Fazit. Also ich muss sagen, dadurch, dass sich halt das immer selber wiederholt und wiederholt, macht es auf den Dauer nicht mehr so viel Spaß. Am Anfang, klar, ist es witzig, vielleicht ein bisschen rumzuslammen. Aber dann ist es halt nicht so mein Fall, ne? Ich finde, vielleicht haben welche Spaß daran, manche vielleicht auch nicht so wie ich. Also allgemein, für die paar Minuten kann ich es empfehlen zu spielen, aber danach geht es eher oder weniger in den Bach und dadurch, dass man halt immer das Gleiche macht. Klar wird es eine Herausforderung werden später. Dadurch halt, dass man mehr Leben bekommt und halt auch mehr Kräfte. Plus nochmal der Gegner, der haut ja auch nochmal mehr rein. Also wird interessant später, aber dadurch, dass es das gleiche ist, langweilig. Plus nochmal, was ein Negativpunkt ist, halt die Werbung. Es kommt hier auch in diesem Spiel wieder viel zu viel Werbung vor. Was halt, gut, jetzt sind wir auch hier aus dem Spiel rausgeflogen, warum auch immer. Lassen wir mal so kurz so. Also auf jeden Fall, es kommt auch wirklich viel zu viel Werbung vor in diesem Spiel. Weswegen das Ganze auch nochmal ein bisschen negativ macht. Aber ansonsten, wie gesagt, für ein paar Minuten kann man spielen, aber mehr auch nicht. Ja, und damit würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einfach noch nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.